Ich bin lernfähig, ich lerne urschnell und bin sehr gut in Mathe. Also Rechnen ist eine sehr gute Stärke von mir. Und ja, ich habe gute Reflexe im Sport. Ich spiele gerne Fußball, Völkerball, halt in der Klasse so im Turnen. Und ja, draußen so mit Freunden, wenn wir Bock haben, so Fußball. Ich kann gut reden, ich bin offen zu anderen. Ich finde halt, es ist ein Teil Schwäche wegen Schule, in der Klasse, halt im Unterricht. Ich rede manchmal. Ich kann sehr gut zuhören, obwohl ich manchmal sogar rede. Halt bei mir war es ja ein Problem. Die Lehrer haben meine Eltern gesagt, dass ich sehr gut in der Schule bin, aber leider meine Mitschüler dazu bringe, dass sie nicht zuhören. Während ich rede, höre ich zu, aber die anderen nicht, mit denen ich rede. Also ich will beruflich Architekt werden. Ich will studieren und die HTL machen nach diesem Jahr. Und ja, da hilft mir Mathe sehr. In der HTL braucht man Mathe. Ich mag es so, so etwas zu machen, das dann so umgebaut wird. Also wenn ich mit Freunden rausgehe, das macht mir immer Spaß. Da ist immer was mich zum Lachen bringt und was mir Freude macht. In der Schule gibt es auch teilweise so Stunden, die mir Spaß machen. Halt. Wenn wir so rausgehen zusammen in den Garten oder Turnen, Sport, das macht mir sehr viel Spaß. Weil alleine ist mir manchmal langweilig. Halt, wenn ich Sport mache, alleine ist es langweilig. Da kann man nichts machen. Mit anderen, da kannst du lachen, da kannst du, mit denen kannst du reden, Pausen und so. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine Familie habe, eine Mutter, einen Vater. Und dass es mir gesundheitlich sehr gut geht. Manche halt, ich habe ja miterlebt in Syrien, Krieg und so. Manche dort haben leider ihre Eltern verloren, leben alleine und haben nicht mal ein Zuhause. Und halt, dass ich Freunde habe. Manche Leute haben auch keine Freunde. Aber in Syrien, da ist mir halt viel bewusster geworden, dass ich sehr dankbar sein sollte. Also alleine, wenn meine Mutter für mich kocht, oder wenn mein Vater Geld holt, halt, er arbeitet ja, aber jetzt gerade nicht mehr, er darf nicht, weil es ihm gesundheitlich gerade nicht sehr gut geht. Und ja, und da, alleine, dass ich ein Handy habe, das ist auch schon.